Hey ho, meine Lieben. Ja, ich habe zwar die Nase voll, aber ich mache jetzt heute trotzdem noch mal ein Pizza-Video. Und zwar, ich sag's explizit auf Zuschauerwunsch, auf mehrfachen. Ja, Bambi Plattfuß, du warst nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist. Und zwar heißt das Video heute G3 versus Fertigpizza. Ja. Ich bin eben gefragt worden oder mir wurde gesagt, mach doch einfach eine Fertigpizza auf dem Grill und ja, wir wollen sehen, wie die wird. Ich opfer mich im Dienste der Wissenschaft nur für euch und ja, dazu habe ich mir halt die Ofenfrische von Dr. Oetker geholt. Ich glaube, das war noch halbwegs die vernünftigste. Normalerweise würde ich mir das Zeug gar nicht mehr kaufen. Boah, naja. Geh mal rüber am Brett, pack mal aus. Der G3 heizt schon vor. Drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Tja, eine Speziale ist mit Champignons, Schinken und Salami. Was steht auf der Rückseite? Backofen vorheizen, ja sowieso im gefrorenen Zustand, bitte nicht antauen lassen. Pizza direkt aus der... Weg mit dem Karton. So, das Backpapier soll man unten drin lassen, den Karton wegnehmen. Also, so schon gleich gar nicht. Bäh. Weil das weiß ich, dass das nicht so lecker mundet. Haben wir noch ein bisschen Pizzaioli drauf. Und dreimal dürft ihr erraten, was ich noch drauf hau. Salami habe ich auch noch, aber da wäre eigentlich genügend drauf, aber egal. Das Zeug muss weg. So. Und dann lassen wir den Ofen fertig aufheizen. Der braucht noch einen kleinen Augenblick und dann hauen wir sie drauf. Jo, der G3 wäre vorgeheizt und Deckel auf. Ja, das mit der Platte abbrennen hat nicht so ganz funktioniert. Vielleicht hat man ja da jemand einen Tipp, wie ich den schön sauber bringen kann. Deckel zu, ein bisschen hochdrehen. Also nicht ganz auf 3. Und jetzt bin ich ja echt gespannt, wie so eine Fertigpizza da drin wird. Ich habe keine Ahnung. Interessant ist es auf alle Fälle, aber nicht mein Standard. Gehen wir hier mal noch auf 3 Minuten und dann gucken wir nach. Mal nach den 3,5 Minuten und ja, sie geht auf alle Fälle auf. Und so aus der Erinnerung raus würde ich sagen, wird sie definitiv schöner als im Backofen. Naja, schauen wir weiter. Ein bisschen darf sie noch. Tja, ich würde mal sagen, das reicht, bevor uns der ganze Rand. Ja, obwohl. Ja. Naja, gut. Also das nächste Mal definitiv ohne das blöde Papier. Aber ich lasse jetzt noch einen klitzekleinen Augenblick trotzdem hier drauf liegen. Dann mache ich oben schon mal komplett aus. Bei der Fertigpizza können wir die Restwärme nutzen. Behaupte ich jetzt ganz schlichtweg. Jo. Nehmen wir sie runter. Und tun wir sie probieren.
Da liegt unser Teil. Tja, dann probieren wir mal. Wahrscheinlich bin ich gerade eben angeschrieben worden, wegen dieser Fertigpizza. Ich habe mich beschwert, dass ich sowas machen muss. Weil es eben gewünscht wurde. Naja. Jetzt probieren wir das Teil einmal. Und stellen als erstes fest, das Ding ist genauso heiß wie eine selber gemachte. Wow. Erste, was ich feststelle, der Boden ist bei weitem tausendmal nicht so lecker, wie er selber gemachte. Der Rand von dieser Pizza ist zwar auch halbwegs fluffig, aber geschmacklich auch weit von dem weg, was ich jetzt die letzten Tage gemacht hatte. Um die Antwort zu geben, ja, man kann darauf auch so eine Fertigpizza machen. Aber es macht keinen Sinn. Nee, schmeckt man nicht mehr. Und den Rand esse ich auch nicht mit. Mm-mm. Machen kann man es, aber gegen eine selber gemachte, beziehungsweise die Pizzas, wo ich zuletzt selber gemacht habe, hat das Ding hochgradig verloren. Ja, in diesem Sinne werde ich jetzt die Pizza in mich reinwürgen. Ich hoffe, dass ich nachher nicht zum Kotzen springe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschaikowski, sage ich ja mal. Ich gehe zum Würgen. Naja, schneiden muss ich das Ding auch noch fertig. Egal. Ich würde mich trotzdem über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, weg bin ich. Tschaikowski.